Herzlich willkommen und grüezi zur neuen Folge von Swiss Life Primetime. Natürlich wieder direkt aus dem Primetime-Studio. Heute geht es um den einen Euro, um die fast philosophische Frage, lohnt es sich? Und natürlich hat sich auch wieder Expertenbesuch angekündigt. Klingt spannend? Das ist es auch. Daher schalten wir direkt zu Ihrem Gastgeber, Steffen Hammer. Herzlich willkommen und grüezi, liebe Geschäftspartnerinnen und liebe Geschäftspartner, liebe Freunde von Swiss Life Primetime zur ersten Ausgabe im Jahr 2023. Auch in diesem Jahr haben wir natürlich in jeder Ausgabe für Sie ganz spannende, interessante Themen zusammengestellt. Heute geht es zum Beispiel um den einen Euro und die Frage, kann man einen Euro wirklich immer nur einmal ausgeben? Dann kommt mein werter Kollege, der Gong, ins Spiel mit der Fragestellung, lohnt sich das überhaupt? Und wir haben für Sie natürlich wieder einen interessanten Interviewgast, nämlich wir haben Expertenbesuch aus unserer Niederlassung in Garching eingeladen. Alles in allem, ja, hochinteressante, hochspannende Themen. Und ich würde sagen, wir verlieren jetzt gar keine Zeit, sondern starten direkt ins Programm. Ich nehme Sie wieder mit an meinen Arbeitsplatz für die nächsten Minuten und würde sagen, los geht's. Kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema, liebe Geschäftspartnerin. Liebe Geschäftspartner, und wir wollen Sie ja auch bei Swiss Life Primetime immer mit interessanten, gewinnbringenden Visualisierungen, wenn es geht, auch haptischen Visualisierungen unterstützen, die Sie dann hoffentlich auch zielführend im Gespräch mit Ihrer Kundschaft einsetzen können. Und jetzt wollen wir uns nochmal das Thema der Altersvorsorge vornehmen, weil auch die Altersvorsorge leidet natürlich massiv unter dem Schreckgespenst der Inflation. Eine Lösung, die wir auch schon öfter besprochen haben, ist, ne, da brauche ich halt Konzepte, Lösungen, die in Anlagen investieren, die auch höhere, ja, inflationsgeschützte Renditen erzielen können. Aber es gibt ja unter uns auch noch eine andere Möglichkeit. Man kann ja auch einfach sagen, ja, dann muss ich halt einfach mehr Sparbeitrag investieren, um das Versorgungsziel aufrechtzuerhalten. Aber da kommen ja oft die Einwände von Verbraucherinnen und Verbrauchern nach dem Motto, ja, mehr geht nicht, ich kann ja jeden Euro nur einmal ausgeben. Unter uns ist es nicht eigentlich unser gemeinsamer Auftrag als Expertinnen und Experten, genau diese Möglichkeiten erstmal zu checken und auszuloten, ob es nicht bei den Kundinnen und Kunden Chancen gibt, aus dem, ich sag mal, einen Euro, den man selbst in die Hand nimmt, ja noch Euros dazu zu packen, um den Anlagebetrag zu erhöhen, noch bevor überhaupt eine potenzielle Rendite oder ein Wertzuwachs stattfindet. Und da sind wir natürlich bei einem ganz lukrativen, von der Förderung her wirklich sehr, sehr, sehr stark präsenten Lösungskonzept, nämlich der betrieblichen Altersversorgung. Und da soll uns einfach mal ein ganz simples Beispiel aus dem Bereich der Entgeltumwandlung helfen. Es ist nicht irgendein Beispiel, sondern das hier. Und wir bleiben an der Stelle bei diesem einen plakativen Euro. Den habe ich Ihnen auch mal mitgebracht. Was? Sie können ihn nicht richtig erkennen, habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich Ihnen natürlich was vorbereitet. Und zwar haben wir den 1 Euro für Sie mal mikroskopisch vergrößert. Auf diesen einen Euro möchte jetzt praktisch die Kundin oder der Kunde im Rahmen der Entgeltumwandlung netto verzichten. Weil wir aber ja in der betrieblichen Altersversorgung sind, kommt zu dem, was an Eigenbeitrag investiert wird, ja nochmal einiges dazu, nämlich gut 40 Cent Sozialversicherungseinsparung, um die 70 Cent ja, Lohnsteuerersparnis und mittlerweile über 30 Cent ja, Arbeitgeberzuschuss. Und so wird aus dem einen Euro natürlich deutlich mehr, was angelegt wird. Auch hier wieder, für uns und für Sie ist das natürlich total logisch, wie die Funktionsweise dieser betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der Entgeltumwandlung ist. Aber für mich persönlich, ich habe immer das Gefühl, dass das für unsere Kundschaft schon was Magisches ist, wenn, ich sag mal, aus einem Euro, den man selbst investiert, unterm Strich, wie von Zauberei, 2,50 Euro Anlagebetrag werden. Natürlich. Erstens, das kann nicht jeder. Ne? Hauptzielgruppe sind Angestellte und Arbeitnehmer. Aber davon haben wir roundabout 40 Millionen in Deutschland. Und ja, aus 2,50 Euro Anlagebetrag wird keine Altersversorgung, die mir hilft, lebenslange auskömmliche Einnahmen zu generieren. Das soll ja auch nur eine Visualisierung sein. Im Übrigen, wenn man den Maximalbeitrag ausschöpft, das sind ja die 292 Euro, die ich in der Direktversicherung nach § 363 steuer- und sozialversicherungsfrei
ja investieren darf, dann würde das unser Musterkunde, unsere Musterkundin ja nicht mal 130 Euro Nettoaufwand kosten. Also eine ganz hochinteressante Möglichkeit, mit relativ wenig eigenem Aufwand sehr hohe Sparbeiträge zu generieren. Ja, ich sag mal so, die man vom Girokonto, wenn man mal aus der privaten Vorsorge her denkt oder auch, ich sag mal, in Anführungszeichen, von der Besparung eines Sparbuchs her, ja gar nicht darstellen könnte. Und deswegen sage ich immer, sollte man auf jeden Fall prüfen, ob diese Chance bei der Kundin, bei dem Kunden besteht. Und da sind natürlich Sie gefragt, liebe Geschäftspartnerin, liebe Geschäftspartner, weil wer, wenn nicht Sie, könnte diese hochqualifizierte und wichtige Beratung vor Ort durchführen. Jetzt haben wir natürlich noch gar nicht drüber gesprochen, wo das Geld angelegt wird, in welcher konzeptionellen Lösung so eine Direktversicherung auch bei uns im Hause von Swiss Life ja funktioniert. Wenn Sie dazu Fragen haben, wissen Sie ja, Sie können uns jederzeit kontaktieren unter der bekannten Mailadresse oder Sie gehen einfach auf Ihre bekannten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Und das schließt natürlich von der Logik her an das eben Besprochene schon an. Weil wir haben ja eben die Ansparphase beleuchtet, wo wir gesehen haben, Mensch, das rechnet sich ja richtig. Ich mache aus einem Euro Eigenbeitrag 2,50 Euro Anlagebetrag. Aber Sie kennen wahrscheinlich auch aus Ihren Gesprächen mit Kundinnen und Kunden dann die Fragestellung, ja, wie ist denn das dann in der Rentenphase? Dann muss ich ja Steuern zahlen, dann muss ich ja Krankenkassenbeitrag abführen und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich immer diese Frage, ja, lohnt sich das denn überhaupt? Oder holt sich Vater Staat das, was er mir vorne schenkt, hinten doppelt und dreifach? Und dieser komplexen Frage wollen wir natürlich eine möglichst einfache, ja, für Sie reproduzierbare Antwort verleihen. Und da hilft uns natürlich nicht irgendwer, sondern da hilft uns unser Gong. Weil dahinter verbirgt sich immer eine Kollegin, ein Kollege aus einer Fachabteilung zum Beispiel, der Ihnen diese Frage kurz und prägnant beantwortet. Und ich würde sagen, an der Stelle brauche ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, außer Gong ab. Hallo Steffen. Den Ball oder besser gesagt den Gong nehme ich natürlich gerne auf. Um zu zeigen, dass sich die Entgeltumwandlung auch im Rentenbezug lohnt, schauen wir uns einfach mal ein konkretes Beispiel an. Wir haben jemanden, der über 37 Jahre den aktuellen Steuer- und SV-freien Maximalbeitrag, also 292 Euro pro Monat, in eine Maximo-Direktversicherung eingezahlt hat. Daraus wurden zu Rentenbeginn laut Modellrechnung 863 Euro Monatsrente. Diese ist im Leistungsbezug bekanntlich steuerpflichtig und es werden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge erhoben. Es stellt sich nun die Frage, was bleibt denn dann von dieser Rente netto überhaupt noch übrig? Hier unterstützt Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, ebenfalls das Tool vom Xempus mit einer Betrachtung zur Leistungsphase. Durch die Entgeltumwandlung zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwar auch etwas weniger in die gesetzliche Rente ein und damit fällt die gesetzliche Rente später auch etwas geringer aus. Aber das macht die Rentenleistung aus der BAV mehr als wett. Mit der Entgeltumwandlung ist die gesamte Rentenleistung aus GRV und BAV nach Steuern und Sozialabgaben monatlich um 473 Euro höher. Und um die Vorteilhaftigkeit der BAV zu untermauern, sehen Sie zusätzlich, was aus einer alternativen, auf dem Eigenbeitrag basierenden privaten Versorgung trotz offensichtlich weniger Abgaben und günstigerer Besteuerung der privaten Rentenleistung netto am Ende tatsächlich herauskommt. Sie sehen, BAV und Entgeltumwandlung lohnen sich, auch im Vergleich zur privaten Vorsorge. Und Sie können es Ihrer Kundschaft mit dem Xempus Arbeitnehmerberatungstool, welches wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen, optimal aufzeigen. Und jetzt zurück ins Primetime-Studio zu Steffen. Vielen Dank für die Antworten des Gongs. Wenn Sie jetzt sagen, hey, das waren ja wirklich hochinteressante und zielführende Hinweise und Argumente, bekommt man das auch, ja, ich sag mal, Kunden individuell errechnet und auch visualisiert? Natürlich, weil hier unterstützen wir Sie natürlich digital mit dem Tool aus dem Hause Xempus, was wir Ihnen, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, natürlich auch gerne zur Verfügung stellen. Wenn Sie hierzu Fragen haben, schreiben Sie uns an primetime@swisslife.de oder gehen Sie einfach auf Ihre bekannten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu. So, liebe Geschäftspartnerinnen, liebe Geschäftspartner, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hätte jetzt mal Lust auf ein interessantes
Interview. Und zum Glück haben wir das ja auch für Sie heute vorbereitet. Und zwar wollen wir Ihnen in unseren Interview-Parts natürlich immer gerne auch Personen aus dem Hause Swiss Life vorstellen, die im Hintergrund dafür sorgen, ja, dass Ihre Anträge, dass Ihre Anfragen auch hochprofessionell schnell entsprechend bearbeitet und Sie vor allem auch unterstützt werden. Und heute haben wir jemanden gewinnen können, der schon seit 2015, also seit 8 Jahren bei Swiss Life tätig ist. Er ist schon immer ein Kind der betrieblichen Altersversorgung und er verantwortet gemeinsam mit seinem Team die Vertriebsunterstützung im Firmenkundengeschäft. Er ist uns heute ja zugeschaltet, digital aus der Niederlassung. Begrüßen Sie mit mir mit einem lauten Applaus Michael Schicker. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Grüß dich, Steffen, danke für die Einladung. Ja, immer wieder gern, sage ich, ne? Haben wir ja auch im Vorfeld schon besprochen. Ja, erstmal im Vorfeld schon mal ein Dankeschön, dass du überhaupt die Zeit dir hast einräumen können, heute uns hier im Primetime-Studio zu besuchen. Und ich würde auch gleich loslegen, wenn es für dich in Ordnung ist. Bin free, ich bin ready. Okay. Wir haben heute im Verlauf der Ausgabe schon gesehen, wie man eben aus dem einen plakativen Euro 2,50 Euro Anlagebetrag machen kann über die Entgeltumwandlung in der betrieblichen Altersversorgung, noch bevor überhaupt Rendite oder Performance losgehen. Jetzt muss man ja erstmal sagen, eigentlich müsste das doch ein Selbstläufer sein, ne? Also Frage an dich, gibt es da überhaupt noch Potenzial von Menschen, die das bisher noch nicht nutzen? Ja, du sagst es richtig, eigentlich müsste es ein Selbstläufer sein, aber leider ist es so, wenn man so die Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich anguckt, muss man sagen, das ist leider kein Selbstläufer. Also viele Leute nutzen diese Chancen der betrieblichen Altersversorgung, der Förderung der betrieblichen Altersversorgung noch nicht. Wenn ich da in unsere Kollektivrahmenbestände gucke, also Versorgungen, die bei Swiss Life eingerichtet werden, ist es so, dass bei Entgeltumwandlungsplänen das Potenzial deutlich höher wäre. Also so roundabout 25% Durchdringung in der Firma ist eigentlich realistisch und das ist schon sehr wenig. Wenn man Studien anguckt, zum Beispiel eine von einem großen Beratungsunternehmen in Deutschland, die machen in regelmäßigen Abständen BAV-Studien und kommen zum Ergebnis, dass die Durchdringung der Entgeltumwandlung bei, sagen wir mal, ungefähr 40 Millionen Erwerbstätigen, die meisten sind ja sozialversicherungspflichtig beschäftigt, bei gerade mal 30% liegt oder gut 30% liegt. Und das ist natürlich aus Perspektive der Arbeitnehmer sehr wenig. Aus Perspektive der Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner und aus unserer Perspektive ist natürlich ein Riesenmarkt, ein enormes Potenzial in der betrieblichen Altersversorgung. Und da gibt es noch viel zu tun in der Beratung. Das heißt, übersetzt, ich sag mal, Durchdringung 30%, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich 10 potenzielle Kunden anspreche als Geschäftspartnerin, als Geschäftspartner, dann habe ich statistisch 7, die eben noch keine betriebliche Versorgung im Bereich der Entgeltumwandlung nutzen. Also ich habe ja hier wirklich eine grüne Wiese. Kann man das so übersetzen? Genau so ist es. So kannst du es übersetzen. Okay. Genau so ist es. Also ist natürlich auch eine Botschaft an Sie, liebe Geschäftspartnerin, liebe Geschäftspartner, sich einfach auch mit dem Thema, wenn Sie es sowieso noch nicht ohnehin tun, einfach zu beschäftigen, weil wir haben einen Haufen Potenzial letztlich. Aber da schließt sich natürlich die Anschlussfrage an, was sind denn die Gründe, warum in vielen Fällen eben diese hochlukrative Förderung einfach noch nicht genutzt wird, Michael? Also grundsätzlich hast du natürlich Themen, die per se mit BAV nichts zu tun haben. Also es gibt natürlich immer noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht kennen oder falsch interpretieren, die tatsächlich immer noch auf Festgeldanlagen setzen und so weiter, die natürlich nicht rentieren und auch das Thema Langlebigkeitsabsicherung außen vor lassen. Bezogen auf die betriebliche Altersversorgung direkt ist das Stichwort Beratung. Beratung, Beratung, Beratung. Also es muss tatsächlich Beratung stattfinden, und zwar beim Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die BAV muss beim Arbeitgeber wirklich als personalpolitisches Instrument wahrgenommen und genutzt werden. Auch die Kommunikation in der Firma muss einfach etabliert werden und unterstützt werden. Das ist so die Arbeitgebersicht. Und da habe ich auch in der vorhin zitierten Studie gelesen, dass 40%, also die Arbeitnehmer, 40% der Arbeitnehmer sagen, der Arbeitgeber bietet keine betriebliche Altersversorgung an. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine hohe Zahl, die bieten nichts an.
Ich glaube aber, und das führt mich zum nächsten Punkt, dass zwar die Arbeitgeber BAV anbieten, die Arbeitnehmer es aber einfach nicht wissen. Mhm. Das ist schon mal der eine Punkt, also Kommunikation. Der zweite Punkt auf Arbeitnehmerseite ist sicherlich in der Vergangenheit, gab es da ein paar falsche Vorstellungen auf Seiten der Arbeitnehmer. Also hinsichtlich Flexibilität der BAV, ich wechsle den Arbeitgeber, dann bleibt die Altersversorgung beim alten Arbeitgeber und kann nicht weiter bespart werden. Ich muss später in der Rentenphase mal voll versteuern und Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Und das hat sich ja, wenn man möchte, zum großen Teil aufgelöst. Also in der BAV hast du die Möglichkeit, Verträge mitzunehmen. Stichwort Portabilität. Genau. Es gibt Freibeträge in der Krankenversicherung. Und wenn man ehrlich ist, die meisten von uns sind natürlich auch nicht im Rentenalter mit so hohen Einkünften gesegnet, dass die dann besonders hohen Steuersatz hätten. Also dieses Thema Steuerverlagerung und dann weniger Steuern zahlen spielt natürlich auch mit rein. Aber das sind so die Hauptgründe, würde ich sagen. Aber ist natürlich auch ein Auftrag an Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, ja, die Ansprache nicht nur in Richtung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gestalten, sondern wenn Sie in Ihrem Kundenstamm auch ja Arbeitgeber haben, auch da auf die zuzugehen, weil, wie du schon sagtest, auch da ist Unterstützungsbedarf da und ja, wer, wenn nicht Sie hier vor den Bildschirmen, sind genau die richtigen Menschen, die eben für diese Aufklärungsarbeit auch sorgen, letztlich. Richtig, genau. Also das Thema Rechtsanspruch der Entgeltumwandlung betrifft jede Firma, jeden Arbeitgeber, jeden Arbeitnehmer. Und schon allein deshalb lohnt es sich, jede Firma darauf anzusprechen. Perfekt. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Michael. Ne? Diese ganzen Argumente und Hintergründe und Ursachen, ich sag mal, die könnten jetzt unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner aufgreifen und, ich sag's mal salopp, mit jedem Versicherer im Prinzip lösen oder umsetzen. Aber warum sollte man denn jetzt gerade im Bereich der betrieblichen Altersversorgung ja speziell mit Swiss Life als Partner an den Start gehen und in die Umsetzung? Da gebe ich dir mal ein Stichwort, und zwar lautet das Maximo. Unser Altersvorsorgeprodukt Maximo in der betrieblichen Altersversorgung. Wir haben da ein Produkt, das wirklich eine Plattformlösung konzipiert ist, alle Zielgruppen in einer Firma abdecken kann, sämtliche Versorgungskonzepte abdecken kann. Also jegliche Form der steuerlichen Förderung können wir mit Maximo bedienen, bis zum Alter 65, also die komplette Belegschaft, jede Form der Zusage, egal ob sie gehaltsabhängig ist, Rentenzahlung, Kapitalzahlung und so weiter, und kombiniert mit einer sauberen Kapitalanlagestrategie, was da heißt Rendite, 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 also überwiegend in oder zu 100% in Aktien und Fondsanlagen zu investieren. Wenn du möchtest, ich hätte noch ein Beispiel. Also stell dir vor, du bist in einer Firma und möchtest zum Beispiel einen arbeitgeberfinanzierten Grundbaustein einrichten. Da gehen wir jetzt ein bisschen weg von der Entgeltumwandlung, ist arbeitgeberfinanziert, um zum Beispiel auch die Förderung für die, ja, es heißt jetzt Geringverdiener, das Wort finde ich jetzt nicht so schön, aber den BAV-Förderbetrag auszuschöpfen. Ja. Also Grundbeitrag, Arbeitgeber finanziert, Direktversicherung geht mit Maximo und zwar in einem echten ungezämmerten Tarif mit laufenden Beiträgen. Da sehen die Mitarbeiter auch sofort, was sie später an Rente kriegen. Ja. Zweites, Entgeltumwandlung für die gesamte Belegschaft, auch im Durchführungsweg Direktversicherung, auch mit Maximo. Du möchtest eine Versorgung für die Fach- und Führungskräfte etablieren, zum Beispiel über die Unterstützungskasse, weil du da noch mehr steuerliche Möglichkeiten hast. Idealerweise gehaltsabhängig, damit sich der Beitrag auch ein bisschen an der Gehaltsentwicklung orientiert, geht mit Maximo. Okay. Du hast die Gesellschaft der Geschäftsführer in der Firma, denen du vielleicht die Möglichkeit geben möchtest, ihre Tantieme umzuwandeln. Und jetzt kommt die Frage an dich, Steffen. Was glaubst du, welcher Tarif dafür in Frage kommt? Also ich muss jetzt nochmal ganz scharf überlegen und in mich gehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mit Swiss Life Maximo zu tun hat, die Antwort. Richtig, sehr richtig. Und das Ganze unterlegt natürlich mit Beratungsdienstleistungen, die wir bei Swiss Life oder beziehungsweise über die Tochterfirma SFM auch anbieten können. Also Stichwort Versorgungsordnung. Das Ganze im rechtlichen Rahmen gießen, was du auch wieder verwenden kannst, um es in der Firma zu kommunizieren. Okay. Ja, sehr schön. Und, Jetzt haben wir natürlich den Fokus gelegt auf dem Thema betriebliche Altersvorsorge. Jetzt gibt es natürlich immer wieder auch Umfragen, die zum Ergebnis haben, dass auch immer mehr Mitarbeitende merken, oh, ich kann ja auch über den Arbeitgeber
in der betrieblichen Versorgung auch die Arbeitskraft absichern? Ja, auch ein gutes Stichwort. Betriebliche Altersversorgung ist so der Oberbegriff, aber darunter fallen natürlich andere Versorgungsformen, ja. Zum Beispiel das Thema Arbeitskraftabsicherung, also Einkommenssicherung im betrieblichen Bereich. Und auch da haben wir als Swiss Life ein kollektives Produkt am Start, also eine kollektive Berufsunfähigkeitsabsicherung mit einfachem Zugang, also nicht so, wie man es im Einzelgeschäft kennt, lange Gesundheitsfragen, sondern meist sehr einfach gehalten mit Dienstzufriedenheitserklärung. Ah, okay. Einfachem Zugang und listenmäßige Aufnahme, also ganze Belegschaften kannst du absichern. Ist natürlich eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Art der Vorsorge. Klar, du hast es angesprochen. Das ist eine sofortige Leistung des Arbeitgebers im Fall der Fälle. Und das kannst du natürlich auch wunderbar als personalpolitisches Instrument nutzen, ja. Zu sagen, ich tue für dich was, lieber Arbeitnehmer. Wenn dir was passiert und du berufsunfähig wirst, dann kriegst du von mir eben die Leistung. Und später im Rentenalter, wenn du dann die Versorgung brauchst, dann kannst du auf die Altersversorgung, ja. Zum Beispiel deine Entgeltumwandlung zurückgreifen. Ist ja eine schöne Argumentation nach dem Motto, du hast eine Leistung, die du später spürst und hast potenziell auch eine Leistung, die du sofort spüren kannst und alles aber eben aus einer Hand und deswegen sind wir als Swiss Life natürlich da der richtige Erstansprechpartner. Richtig, genau. Und das Ganze ist natürlich auch, weil ich das Thema Beratung angesprochen hatte, jetzt hat nicht jeder irgendwie einen Sack Münzen in der Tasche und kann die Förderung erklären und so weiter. Wir setzen natürlich auch voll aufs Thema Digitalisierung in der Beratung. Sprich, wir haben den Xerbus Advisor auch für unsere Geschäftspartner kostenfrei zur Verfügung, mit dem man eben genauso schöne Lohnvergleiche machen kann. Also was passiert, wenn ich 200, 250 Euro umwandle? Was kostet mich das netto und so weiter? Das kannst du da alles digital wunderbar beraten. Und da können wir es ja auch auflösen. Nämlich heute die Beispiele, die wir in der Ausgabe schon gesehen haben, die sind natürlich auch basierend auf dem Tool von Xempus. Und ja, wer da natürlich Interesse hat, auch einfach Kontakt aufnehmen mit uns, ist die Devise. Genau. Einfach Kontakt aufnehmen und wir stellen dann die entsprechenden Zugangsdaten, ja. Zur Verfügung. Perfekt. Michael, mit Blick auf die Uhr, ja, sind wir schon wieder am Ende unserer Interviewzeit angekommen. Ich möchte nochmal von Herzen Dankeschön sagen für die Zeit, die du uns geschenkt hast, auch für die Experteneinblicke aus allererster Hand. Und ich bin mir sicher, dass wir den einen oder anderen jetzt gewonnen haben, der sich in den nächsten Tagen dann auch bei euch melden wird, bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also vielen, vielen Dank nach Garching und bis bald. Sehr gerne. Dankeschön, Steffen. Bis bald. Ja. So, liebe Geschäftspartner, liebe Geschäftspartner, das war der Interviewgast aus der Vertriebsunterstützung fürs Firmenkundengeschäft. Und wenn Sie Ideen haben oder Anregungen, wie wir unsere Interviewrunden gestalten können, dann zögern Sie nicht. Schreiben Sie uns einfach eine kurze Botschaft an die bekannte E-Mail-Adresse. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht von Ihnen. So, und jetzt, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, haben wir gemeinsam Geschichte geschrieben. Warum? Ja, ganz einfach. Die fünfte Ausgabe von Swiss Life Primetime ist nämlich jetzt Geschichte. Wir sind am Ende angelangt. Aber Sie wissen ja, gemäß dem Motto, nach der Ausgabe ist vor der Ausgabe, können Sie sich schon auf die sechste Folge von Swiss Life Primetime freuen. Wir haben da schon ganz spannende Ideen und sind auch schon mitten in der Produktion. Also, wie gesagt, die Vorfreude ist berechtigt. Tun Sie mir aber bis dahin einen großen Gefallen. Bleiben Sie gesund und selbstbestimmt.